Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara, sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze aufhätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Hey, sie ist mir sympathisch irgendwie. Nicht. Würde jemand töten, um... Ja, würde jemand töten, um euch Geld zu bezahlen? Nein, falsch rum. Würde jemand zu Geld zahlen, um euch töten zu lassen? Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Beantworte mir einfach die Frage, ob jemand dafür bezahlen würde, euch zu töten. Ich knie hier mit gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf. Und ihr seid so unverschämt, mich das zu fragen? Was glaubt ihr wohl, Spatzenhirn? Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Also lasst mich jetzt hier raus! Ich bin ein Huhn, kein Spatze! Und deine Kajite. Wer immer das auch ist, wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Aber keine Sorge, dies ist nicht das erste Mal, dass mir jemand etwas über den Kopf gezogen und mich verschleppt hat. Naja, wahrscheinlich ist mit mir das Gleiche passiert, ne? Also bitte, was das Problem auch sein mag, wir können wie zivilisierte Wesen darüber reden. Ach wirklich? Wer bist du? Jetzt reden wir. Sag mir, wer du bist. Ah, Vaja. Zu euren Diensten. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Naja, du kannst deinen Leuten schwer davon befehlen, deinen Namen in meine Leiche zu ritzen, wenn du tot bist. Mal davon abgesehen, würde jemand überhaupt Geld dafür bezahlen, damit man euch tötet. Mich? Ist das euer Ernst? Antworte! Oder dieser Raub wird mit deinem Blut gestrichen. Dummkopf, versteht ihr es denn nicht? Ich lebe Tag für Tag im Schatten des Todes. Ein Messer an jeder Türschwelle. Ein angelegter Pfeil auf jedem Dach. Wenn einer meiner Feinde nicht für meinen Tod bezahlen würde, wäre das für mich eine Beleidigung. Wisst ihr was? Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mitten auf der Straße abschlachten. So hat jeder etwas von der Sache. Ach wirklich? Ach wirklich? So, Eneminemu! Wen töten wir jetzt? Ich will nicht eine Münze werfen, aber das ist ein Kerl zu viel. Eins, zwei oder drei! Letzte Chance vorbei. Ach, wisst ihr was? Better safe than sorry, ne? Astrid? Schau, schau. Da ist jemand ganz besonders eifrig. Drei Möglichkeiten, drei Opfer. Einer von ihnen muss es auf jeden Fall gewesen sein. Warum also etwas riskieren? Echt mal. Und wer war's? Ja, du hast gesagt, ich sollte jemanden töten. Also habe ich jemanden getötet. In der Tat. Ihr scheint zu verstehen, was wirklich zählt. Wenn ich den Befehl gebe, dass Blut vergossen werden soll, dann befolgt ihr ihn auch. Keine Fragen, keine Reue. Dann kann ich also jetzt gehen? Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet
Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen. Und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Tschüss, Astrid. Ja, was habt ihr denn so? Hinrichtungskapuze. Einfach mal mitnehmen. Und eure hässlichen Gesichter angucken. Sogar die Augen zusammengekniffen. Hat er das Ende förmlich erwartet? Salz! Aber nette, ne? So viel Blut. Ziehst du das öfter ab, Astrid? Vergesst nicht, die Zuflucht liegt im südlichen Teil des Kiefernwaldes, gleich unten, geschützt vor neugierigen Blicken. Mit dir reden kann ich nicht mehr, okay. Okay, dann halt nicht. So, das zweite Mal, dass ich verschleppt wurde. Wo sind wir denn diesmal gelandet? In der Nähe von Einsamkeit. Ja, Ostengraf. Markert, wurden wir das letzte Mal ja hin verschleppt. Volgunthur. Das war... das. Und danach gehen wir in Richtung Einsamkeit. Die Stadt mit den meisten Einwohnern. Habe ich mir sagen lassen. Aber da ich von Astrid entführt wurde, ist Kiese jetzt nicht unter meinem Arsch. Auffindbar. Vielen Dank auch. Hat die mich mit dem Boot hier hingeschleppt? Wie hat die das gemacht? Ach, egal. Schlachterfisch. Pech. Ihr könnt mich mal. Da vorne ist sogar so ein... Ach, wenn wir auch auf dem Rückweg irgendwie daran vorbeikommen. Ist da unten der Eingang? Ja, jetzt bräuchte ich Kiesel, um über die Berge zu klettern. Kletter, mein Chicken, kletter. Ohne den Kiesel unter deinem Hintern. Ach, da vorne ist es ja. Nicht nur außen rumlaufen müssen, aber nein, Chicken will mal wieder über Tausende von Abertausenden Felsen klettern. Wie auch immer. Hallo! Habe ich noch? Ja, habe ich. Den Schrei, ohne den ich aufgeschmissen bin. Was? Hier sind aber ganz schön viele Leute. Untote, Trauger. Eisenschild. Wer läuft denn heutzutage noch mit Eisenschild umher? Was für Trauger sind wirklich sowas von vorgestern? Abenteurer. Ja. Da fehlt mir eine Klaue. Ich habe keine Klaue. Aber schön auch gut, dass hier die ganzen Dinger offen stehen, ne? Weil wenn nicht, hätten wir jetzt das ein oder andere Problem.
Ach. Mein Begleiter ist mal wieder genial. Und merkt erst jetzt seinen Schmerz. Erst jetzt. Wenn ich den Raum reingehe, gehst du zu. Nichts da. Ich will meinen Begleiter schon bei mir haben. So als Ablenkungsmanöver. Ey! Nicht ausweichen. Das ist gemein. Ja. Klappt ja auch super. Mit dem Zoomen vor allem. Haben wir ja gesehen, wie wunderbar Chicken das getroffen hat. Also Geralt hätte für all diese Gegner nur einen einzigen Pfeil benutzt. Ja. Großes Feuerpfeilchen. Oder auch Wasserfall mit heiligem Wasser. Da kommt Tini gerade mal wieder angeschissen. Nichts da. Ich bin immer noch in der Aufnahme. Kannst du nicht mal außerhalb von Aufnahmen angeschissen kommen? Immer innerhalb der Aufnahmen. Was soll denn das? So, welcher dieser 100 Wege war jetzt der optionale, welcher der richtige? Abenteurer. Feuer und Dunkelheit. Ja, passt doch eigentlich da, dass hier was zum Brennen liegt. Eisenrüstung. Wer läuft denn hier noch mit Eisenrüstung rum? Alter! Boys! Das ist jetzt sowas von unterste Ära. Nichts mit mir. Nicht mehr. War da unten eigentlich? Schön, dass du wieder nach oben gehst. Ja. Elfenzweihänder. Brauche ich zwar nicht, aber hey. Einfach mal mitnehmen für meine kleine Sammlung. Was? Check mal eine kleine Sammlung. Ja, Chicken sammelt Zeug. Weil sie ja eh nichts Besseres zu tun hat. Deiners Valen. Elfenbein, Drachen, Klaue. Vogel, Vogel und Drachenzeug. Und mit Aufzeichnungen. Wie fasst man einen der Forschung gewidmeten Leben in wenigen Worten zusammen? So wenig? So wenig? So wenig von dem, was ich gelernt habe, ist jetzt noch von Bedeutung. Die politischen Winkelzüge längst vergangener Zeit, die jahrhundertlange Kampagne, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Gauldurs Namen aus den Geschichtsbüchern zu löschen. Ich weiß nicht, was uns in Folgunthua erwartet. Also schreibe ich hier die wahre Geschichte auf, soweit wie ich sie zusammenstückeln konnte. Zum Anbeginn der ersten Ära war der Erzmagier Gauldur im ganzen Norden hoch angesehen. Weisheit, Wohlstand, Ehre und Macht. All dies besaß er. Doch dann wurde er hingerichtet. Und selbst Isgramurs Erbe suchte seinen Rat. Gauldurs drei Söhne, die es nicht ertrugen, stets in seinen Schatten zu stehen, waren darüber voller Hass und Bitterkeit. Sie begehrten Macht und Ansehen ihres Vaters und schließlich entdeckte Jürik, der älteste Sohn, deren Quelle ein mysteriöses Amulett, von dem er sich nie
trennte. Zusammen hackten sie den Plan aus, ihren Vater im Schlaf zu töten und sein Amulett unter sich aufzuteilen.